So ihr Lieben, hi und herzlich willkommen zum nächsten Video. Diesmal bin ich allein am Start. Bin auch noch ziemlich, ja, gerade aufgestanden, Haare sind nicht gemacht. Ich war zwar duschen, aber die sind nicht gestylt. Außerdem habe ich nur Tageslicht und eigentlich dachte ich, Tageslicht ist das beste Licht. Das ist es auch eigentlich, aber draußen ist es ziemlich grau und regnerisch. Deswegen sieht es nicht so sehr geil aus. Aber ist egal. Heute soll es um mein Heimkino gehen, was natürlich Quatsch ist. Ein Heimkino werden wir sicherlich nicht haben, aber ich hatte so eine kleine Idee, ich muss kurz was dazu sagen, gleich packen wir hier aus. Ich habe die Idee gehabt oder ich hatte den Wunsch, dass wir... Ne, fangen wir anders an. Wir haben für unsere Wohnung zwei Fernseher. Wir haben meinen Fernseher, der da an der Wand hängt, 42 Zoll von LG, ist zwar Full HD, hat aber nur 60 Hertz. Was mich persönlich stört, weil ich sehe den Unterschied, man sieht den Unterschied sehr, so zum Beispiel 100 Hertz, 200 Hertz. Der hat, ist so ein... Mein Handy klingelt, der ist kein LED und der hat auch kein 3D und ja, der ist halt etwas älter, schon auch ein bisschen dicker, sieht nicht mehr so gut aus, der hat auch einen relativ breiten Rand. Meine Freundin hat auch einen LG, 32 Zoll, auch Full HD, aber eben auch ungefähr ähnliche Eigenschaften wie meiner, nur dass der ein bisschen neuer ist und ein bisschen besser aussieht vom Rand her. Und das heißt, eigentlich haben wir zwei Fernseher für unsere Wohnung. Mein Wunsch war es aber, dass wir irgendwie und irgendwo eine Möglichkeit einrichten, dass man richtig geile Blu-ray-Abende machen kann. So. Also habe ich mir vorgestellt, meine Freundin hat gesagt, ein Fernseher im Schlafzimmer ist verboten. Ist klar, warum? Weil abends Fernsehen gucken ist ganz, ganz schlimm für Beziehungen. Deswegen ist es so, dass wir höchstwahrscheinlich, oder das wünsche ich mir momentan, meine Freundin ist auch d'accord damit, dass wir am Fußende an der Wand sozusagen vom Bett an der Wand einen Fernseher hängen haben werden. Am Anfang wird es wahrscheinlich meiner sein. Und dann möchte ich da später einen Samsung haben, ein Smart TV, 50 Zoll. LED dann eben mit 200 Hertz und 3D vor allem auch. Die sind gar nicht so teuer mehr, also das ist wirklich in den letzten Jahren sehr günstig geworden alles. Und da möchte ich dann aber eben, dass wir gar kein Fernsehen gucken können, der soll gar nicht an den Fernsehen angeschlossen sein, sondern nur für Blu-Rays mit meiner Anlage dann eben 5.1, dass wir also quasi wie so ein kleines Heimkino, 3D-Heimkino haben im Schlafzimmer, wo wir uns abends ins Bett einkuscheln können und Blu-Rays gucken können und mal auch vielleicht 3D, so. Und dann haben wir, das gehört nämlich dann dazu, das ist noch nicht der Fernseher, der wäre ein bisschen teuer gewesen, aber da ist ein Blu-Ray-Player drin und da sind dann schon mal so ein paar Blu-Rays drin, das soll sich natürlich mit der Zeit sammeln. Mein Wunsch wäre es nämlich, dass man dann irgendwann eine Wand hat oder ein Regal oder einen Schrank, wo man so eine schöne, dicke Blu-Ray-Sammlung hat. Das lohnt sich eigentlich finanziell nicht, weil die Dinger kosten ja 10 bis 20 Euro, man guckt die vielleicht zwei, drei Mal, es lohnt sich eigentlich nicht, die alle zu kaufen, aber ich finde es einfach schön, wenn man sowas als Sammlung hat, wie so eine kleine Videothek, wenn man sagt, komm, lass mal einen Film gucken, dann schaut man einfach durch, hat richtig schöne Auswahl, auch Serien, Filme. Und kann sich dann einfach mal was Schickes reinlegen und die Qualität bei Blu-Rays ist nun mal einfach sehr viel geiler. DVDs kann ich mir persönlich, könnte ich mir nicht mehr kaufen jetzt. Blu-Rays sind einfach momentan the way to go und dann kommen natürlich irgendwann wahrscheinlich 4K Blu-Rays, aber sowas braucht man ja unbedingt nicht. Jetzt werdet ihr sagen, warum Blu-Ray-Player? Du hast doch eine PS3. Ja, die PS3 ist ein Blu-Ray-Player, die kann Blu-Rays abspielen, aber leider eher so, ja, sie kann es. Also man kann es theoretisch machen, aber es ist leider so bei der Blu-Ray, bei der PS3, boah, ich bin noch frisch aufgestanden. Wenn man da Blu-Rays schaut, das ist einfach sehr, also die ist eigentlich nicht mehr gut dafür geeignet. Man sieht es, also als normaler Zuschauer sieht man es vielleicht nicht. Mir hat zwar irgendwann jemand gesagt, seitdem kann ich es nicht mehr angucken. Bei vielen Blu-Rays ist es so auf der PS3, dass wenn sich etwas schnell bewegt, dass dahinter so ganz schwarze Schlieren entstehen. Es sieht auf jeden Fall schlimm aus, die Qualität ist wirklich nicht gut. Sie ist nicht wirklich als Blu-Ray-Player geeignet. Und da habe ich gedacht, ja gut, ich werde mir eine PS4 holen, dann kannst du ja die nehmen, die ist bestimmt dann ein guter Blu-Ray-Player. Aber da habe ich auch schon gelesen, die ist nicht für 3D Blu-Rays gemacht und die hat wohl auch eine ähnlich schlechte Qualität, was die Blu-Ray-Player-Eigenschaften angeht. Für Spiele ist sie natürlich super geeignet. Also dachte ich mir, dann hole ich mir wenigstens einen richtigen Blu-Ray-Player, der 3D kann und der dafür gemacht ist. Und das haben wir jetzt hier. Was das ist, welcher das ist, das zeige ich euch gleich. Wir machen das jetzt gemeinsam auf. Das sind zwei Pakete mit Blu-Rays drin. Ich frage mich nur, warum das eine mit so einem Klebeband hier beklebt ist und das andere nicht. Aber gut, fangen wir da an, machen wir das auf. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche das genau sind. Ich mache jetzt mal die... Ich gehe mal ein bisschen... Ne, warte mal, wir machen es anders. Ich mache die Kamera ein bisschen runter. So, dann seht ihr mich nicht mehr unbedingt. Aber ist egal, es soll ja auch heute jetzt um das Auspacken gehen. Ich muss nur kurz gucken, was auf meinem Handy geschrieben wurde. Das war bestimmt meine Freundin. Ja, okay. Da meine Freundin, die kommt nämlich gleich zu mir. Machen wir erstmal das auf. Also, da haben wir drin, ich habe einen kleinen Start mir schon mal an Blu-Rays geholt, die ich sowieso haben will. Ich habe
eine mega lange Liste mit Filmen und Serien, zum Beispiel das komplette Harry Potter Paket, das komplette Pirates of the Caribbean Paket, dann die Oceans Filme und Herr der Ringe und ganz viele Filme und Serien komplett, Suits komplett und Breaking Bad komplett. Also es gibt viel, was ich noch holen möchte, aber ich wollte nicht direkt auf einmal irgendwie, oder ich konnte auch gar nicht so viel Geld ausgeben. Aber ich habe so ein paar Sachen schon mal geholt, einfach für den Anfang. Das erste hier ist der erste Film von Ich einfach unverbesserlich. Ja, das ist so ein Comic, sonst was Film, aber den muss man gesehen haben. Also es ist relativ einfacher Humor, aber ich war mit meiner Freundin im Kino und wir haben uns wirklich dumm und dämlich gelacht. Beziehungsweise, im ersten waren wir gar nicht im Kino, den haben wir mal irgendwann ausgeliehen gehabt aus der Videothek. Und mega lustiger Film, also den habe ich mit meiner Freundin, kann man sich wirklich gut besicken. Alleine würde ich ihn, glaube ich, nicht schauen, aber zusammen ist es mega lustig. Cooler Film und den wollte ich auf jeden Fall in meinem Regal stehen haben. Ich einfach unverbesserlich und dann eben als 3D Blu-ray und normale Blu-ray. Das ist der erste Film. Dann habe ich einen Film geholt, den ich nämlich letztes Jahr im Kino gesehen habe und den ich grandios fand, ganz toll. Django Unchained, vor allem auch mit Christopher Waltz, der also wirklich genial ist, auch mit Leonardo DiCaprio, und Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, also ein richtig guter Film. Das ist eben ein Tarantino-Film, sollte man gesehen haben, wirklich gut und den eben auch auf Blu-ray, nicht als 3D, einfach als normale Blu-ray. Dann den zweiten Ich einfach unverbesserlich, den haben wir dann im Kino gesehen, auch sehr lustig. Toller Film, beide, kann man wirklich beide nur empfehlen und auch der als 3D und normale Blu-ray. Und dann als letztes noch den Beginn einer Serie, die ich auch haben möchte, Breaking Bad, meine absolute Lieblingsserie und meiner Meinung nach die allerbeste Serie aller Zeiten. Meine Freundin hat zum Beispiel schon komplett Game of Thrones auf Blu-ray. Das heißt, das muss ich nicht mehr holen, auch wenn ich mir die sonst auch noch holen würde. Aber Breaking Bad, die erste Staffel, die ich dann auch mal vielleicht mit meiner Freundin schauen möchte, die hat das nämlich noch nicht gesehen. Und da soll dann auf jeden Fall noch zweite, dritte, vierte, fünfte Anfang und fünfte Ende dazukommen. So, das war auf jeden Fall schon mal ein kleiner Start an Blu-rays, die ich mir geholt habe. Und ich glaube, das war's auch schon. Ich glaube, mit dem anderen sind gar keine Blu-rays. Das muss ich nur mal eben. Da ist die Rechnung noch drin. Okay. Also ich glaube, dass in dem anderen hier gar keine Blu-rays drin sind. Das ist, glaube ich, nur ein Buch von mir. Ich gucke jetzt trotzdem mal kurz sicherheitshalber rein, weil ich nicht mehr ganz sicher bin. Ich glaube, da ist nur ein Buch drin. Ja, da ist nur ein Buch drin. Da ist nämlich ein Gesetzestext drin. Ganz kurz, das gehört zwar nicht ins Video, aber ich habe einen neuen. Weißt du, da muss ich fast jedes Jahr musst du ein neues kaufen, nämlich. Und zwar ist das ein BGB. Weil da immer wieder neue Gesetze kommen und man ja immer aktuell sein muss. So, das gehört aber jetzt nicht ins Video, das durch die Seite, das hatte ich mir jedenfalls auch gekauft bei Amazon. Das habe ich erst gestern bestellt, deswegen dachte ich nicht, dass das jetzt heute schon da ist. Aber gut, das sind auf jeden Fall die ersten Blu-rays, die ich mir geholt habe. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich das mache mit der Adresse. Passt auf, das soll ja auch nicht zu lang werden, das Video. Die sind ja eigentlich immer, sollen ja relativ kurz bleiben, diese Videos, aber man kommt ja dann doch irgendwie nicht so richtig dazu, vor allem wenn ich die alleine mache, weil ich bin ja eine alte Labertasche, ihr wisst das ja. Und ich quatsch dann gerne viel drumherum. Aber das ist ja auch, man muss ja erstmal erklären, warum überhaupt sowas und sowas alles, ne? So. Also, Freunde der Sonne. Damit kann man den ersten Karton schon loswerden, weil da ist eh noch ein zweiter drin. So sieht das Ding aus. Das ist ein Blu-ray-Disc, DVD-Player und eben auch ja, Blu-ray-Player, DVD-Player mit 3D Blu-ray, LG Smart TV. Man kann also mit dem Ding auch seinen normalen Fernseher zu einem Smart TV machen. Ja, und das Ding ist wirklich günstig. Ich habe, glaube ich, 79 Euro bei Amazon bezahlt. Und das ist aber irgendwie ganz, ganz oben in diesen Listen. Hat auch 4 oder 5 Sterne, glaube ich, bei über 600 Bewertungen. Also da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Ein Freund von mir hat den auch. Und ich finde, 79 Euro sind für so ein technisches Gerät sogar echt noch relativ wenig. Den machen wir jetzt auf und schauen mal rein, was drin ist, damit wir auch hier mal fertig werden jetzt. 3D Blu-ray Player. Ich habe noch nie 3D gesehen und mein momentaner Fernseher ist auch nicht 3D. Trotzdem hole ich schon mal die Kompatibilität, weil ich eben dann einen 3D-Player haben, einen 3D-Fernseher haben möchte. Und dann bringt es nichts, wenn ich jetzt einen hole, der kein 3D kann und dann hole ich mir einen 3D-Fernseher und dann kann ich den nicht benutzen. Deswegen, ne, macht Sinn. So, hier haben wir drin ein Handbuch mit Treiber-CD und Batterien für die Fernbedienung. Dann dazu passend die Fernbedienung. Können wir auch pausen kurz. Da sieht aus wie die von meinem Fernseher. Wo habe ich sie? Wo ist die von meinem Fernseher? Hier ist die von meinem Fernseher. Also das ist die von meinem Fernseher und die andere ist die vom Blu-ray Player. Sehen sich ziemlich ähnlich. Dann haben wir hier drin, das kann zur Seite, Kabel, was auch immer.
Ja, normale so Dinger, Kabel, Anschluss, ne? Wisst ihr Bescheid, brauche ich jetzt nicht. Das kann auch weg. Dann haben wir hier noch den Player an sich. So. Das war's auch schon. Da ist er. Ist ziemlich leicht. Machen wir noch eben auf und dann sind wir auch fertig. Dann schaffe ich das nämlich unter 12 Minuten. Das ist nämlich immer, die Kamera kann immer 12 Minuten aufnehmen und dann ist immer Schluss. Es scheint fast, als wäre das Netzkabel, also für Strom, da fest dran verbaut. Weil das ist nicht in dem Karton mit drin, sondern hier dran. Also das ist ein LG, wo stand es drauf? Ein LG BP420 3D Blu-ray und DVD Player. Es ist nicht sonderlich spannend. Ich wollte es nur zeigen und mal euch meine Idee erklären, die ich habe, nämlich fürs Schlafzimmer als so ein kleines Heimkino mit Anlage 5.1, mit 3D Fernseher, mit 3D Blu-ray Player und einem schönen Schrank mit ganz vielen Blu-rays. So, das ist er. Gibt es jetzt nicht viel zu zeigen. Ich denke mal, er kann was wohl Blu-rays abspielen. So, also das habe ich mir geholt. Den 3D Blu-ray Player von LG mit den ersten Blu-rays. Meine Freundin hat noch, ich habe noch Iron Man 1 bis 3. Meine Freundin hat noch Game of Thrones und Inception und einige andere. Und der hat hinten auch einen optischen Anschluss, natürlich einen LAN-Anschluss, HDMI und eben diese drei rot, weiß für Ton und gelb für Video. Ja, das soll es gewesen sein. Schicker Blu-ray Player. Bis zum nächsten Video von unserer Mission zusammenkleben. Euer Walle. Und diesmal alleine beim nächsten Mal wieder zusammen. Bye, bye.